zwei, drei, vier. Stell dir vor, dir fehlen die Münzen an der Autobahntoilette. Hinter dir eine Frau, offenbar eine ziemlich nette. Lächelt und sie sagt, obwohl sie dich gar nicht kennt: Komm, ich lade dich ein, ich zahl dir die 70 Cent. Stell dir vor, da ist ein Typ, der will gern in den Zug einsteigen. Leider nennt er 7 Gepäckstücke sein eigen. Er ist voll gestresst, plötzlich steht da dieser Mann, der ihm lächelnd sagt, dass er gerne helfen kann. Das wär doch wirklich schön. Es macht Spaß, auch mal nett zu sein. Dafür braucht man keine Tricks. Und das Beste ist, es kostet nichts. Es macht Spaß, auch mal nett zu sein. Verschenk mal ein bisschen Alltagsglück. Meistens kriegst du sogar was zurück. Jeder Mensch hat überall und in fast allen Lebenslagen sowieso sein ganz eigenes Päckchen rumzutragen. Wär doch ne Idee, stellten wir dem Alltagsfrust Nettigkeit und Charme in den Weg, und zwar bewusst. Probier's mal aus, mach dich bereit. Schenk ein bisschen Überraschungsfreundlichkeit. Es macht Spaß, auch mal nett zu sein. Dafür braucht man keine Tricks. Und das Beste ist, es kostet nichts. Es macht Spaß, auch mal nett zu sein. Verschenk mal ein bisschen Alltagsglück. Meistens kriegst du sogar was zurück. Mach doch mal den Test. Und glaubst du auch noch so fest, dass beschissene Laune dich tatsächlich glücklich macht? Willst es mal probieren? Du hast nichts zu verlieren. Dann sagst du vielleicht, man, es macht Spaß, auch mal nett zu sein. Dafür braucht man keine Tricks. Und das Beste ist, es kostet nichts. Es macht Spaß, auch mal nett zu sein. Verschenk mal ein bisschen Alltagsglück. Vielleicht kriegst du ja sogar was zurück. Es macht Spaß, auch mal nett zu sein. Es macht Spaß, auch mal nett zu sein. Es macht Spaß, auch mal nett zu sein. Schade. Buh, schlecht. Beim Singen versagt als A cappella.